Oder wollte ich nach etwas längerer Zeit doch mal wieder ein Food Hall machen? Also man sieht schon direkt, es ist sehr frutarisch, beziehungsweise eigentlich 100%. Wenn man Mandeln, also Nüsse allgemein, auch als Baumfrüchte in gewisser Art sehen kann, halt nur ohne das Wasser, wie bei den Avocados zum Beispiel. Fange ich auch mal direkt bei den Mandeln an, die waren von Denre im Biomarkt im Angebot. Also es ist jetzt hier alles, also fast alles Bio-Qualität. Nur die Avocados hier, da komme ich gleich zu, die sind nicht Bio-Qualität, hat aber anderen Grund, warum das nicht der Fall ist. Und die Mandeln, die kann man halt ganz gut einweichen und dann kann man auch ganz leicht die Haut abziehen, dann vielleicht mit Wasser oder Zitronensaft und sowas, Kräuter vielleicht mixen und kann dann halt diese Gurkennudeln zu machen. Die war jetzt im Angebot für 50 Cent, Biogurke. Im Penny hatten die sogar für 80 Cent Biogurken, aber halt leider in Plaste. Deswegen habe ich dann doch die für 1,50 € mitgenommen. Feigen und Mandeln, halt beides Backup-Plan, also trockene Sachen. Die Datteln von Rapunzel. Die habe ich mitgenommen, weil die so schön weich sind. Und da wollte ich mal vergleichen mit denen, die man ohne Plasteverpackung bekommt, die man so im Bioladen mitnehmen kann. Die halt auch total weich und gooey sind. Wollte ich mal vergleichen, wie es einfach so ist. Und ja, jetzt habe ich also ein bisschen Plastik schon. Die Avocados, die sind ziemlich groß. Also das hier ist eine Supermarkt-Avocado. Und das ist einfach eine andere Sorte, deswegen ist die grün. Obwohl die. Die bleibt halt auch grün, wenn die reif ist. Aber die ist halt ein bisschen größer, wie man sieht, trotzdem. Und die waren jetzt halt im Angebot im Biomarkt für 1 € das Stück. Habe ich 8 Stück mitgenommen. Ein paar wollte ich halt auch da lassen für andere Leute. Zwei Grapefruits. Grapefruits mag ich sehr gerne vom Geschmack her. Haben natürlich Bitterstoffe, finde ich nicht so geil, muss ich sagen. Aber ich hatte einfach mal wieder Lust auf den Geschmack. 1,50 € pro Stück und zwei sind, glaube ich, sogar 1 Kilo. Also gar nicht mal so teuer. Mandarinen auch für 3 € das Kilo, habe ich jetzt nicht so viele mitgenommen, weil ich morgen oder übermorgen 10 Kilo Saftorangen bekomme, Bio für 16 € und 10 Kilo Bio-Bananen für 10 €, die schon reif sind. Also kommt da doch mal einiges dazu, sage ich mal. Hier habe ich ganz viele Trauben drin, also es ist komplett voll, sind bestimmt 2 Kilo. Die waren auch im Angebot, weil die schon etwas reifer waren. Und ja, ich glaube, das waren insgesamt, glaube ich, 4. Ja, nee, die waren nicht voll, die Tüten. Kann ich gar nicht genau beschreiben. Auf jeden Fall ungefähr 2 Kilo. Und es hat, glaube ich, ja, 4 € gekostet. Also 2 € das Kilo statt 4,40 € das Kilo. So, und dann ganz viele Roma-Tomaten. Das heißt, ganz viele. Es geht eigentlich. Vielleicht 1 Kilo oder so. Für 3,50 € das Kilo. Und die sind halt sehr aromatisch. Viel besser als Rispentomaten oder sowas. Und dann habe ich halt, wie gesagt, zwei Avocados aus dem Penny. Da fand ich jetzt einfach die Farbe so interessant. Und die sind auch aus dem Penny, aber leider mit Plaste verpackt, sind 4 Stück, kosten dann aber runtergerechnet auf ein Stück nur 55 Cent. Normalerweise kosten die 1,30 im Supermarkt und ich wollte einfach nochmal die Qualität einfach vergleichen von denen und denen und denen und dann kriege ich noch von der Fruchtlawine 1 Kilo Wild-Avocados, damit ich einfach so einen Vergleich habe. Und von der Fruchtlawine kriege ich dann bald auch noch 5 Kilo Papaya, 6 Kilo Kokosnüsse. Und irgendwas war da noch. Sapotillen, glaube ich, oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ein bisschen Tropenfrüchte, halt ein paar Kilo pro Woche. Dann als Grundlage Orangen, Bananen momentan auch wieder, weil ich halt gerade Bock auf Essen habe, aber dann doch eher mal frutarisch bleibe. Ich weiß noch nicht, wie ich das mit dem Zuckerverzicht mache. Also ich merke halt schon, dass da irgendwas im Argen ist und dass es mich irgendwie immer neu vergiftet, wenn ich halt zu viel Zucker zu mir nehme, dass da halt der Pilz das vielleicht dann halt isst und dann halt Ausscheidungen absondert, die einen halt dann vergiften. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Dann werde ich halt wahrscheinlich dann mehr auf Gurken setzen, Avocados, vielleicht auch halt Mandeln. Grapefruits kann ich mir sehr gut vorstellen. Also in Maßen halt Tomaten, eventuell auch Paprika. Ach, ich habe hier noch was vergessen gleich. Ja, solche Sachen. Und halt auch anderes Gemüse, auch Kohlgemüse und so weiter. Genau, das sind hier Atalfo-Mangos. Das sind so kleinere, wildere Mangos. Nicht faserig, sollen sehr süß sein. Waren jetzt im Angebot, weil die reif sind, für 60 Cent das Stück. Das sind hochgerechnet vielleicht 5 € das Kilo. Aber Orkos kosten ja so 10 € oder so. Bin ich auch mal gespannt, wie die Quali ist. Ja, das ist so der Food Hall. 45 € insgesamt alles. Die Mandeln waren halt auch sehr teuer mit 10 €. Waren halt im Angebot schon. Normalerweise 13,50 €. Die Feigen waren auch im Angebot. Also Trockenfrüchte und Nüsse sind halt Backup-Plan.
Ja, auch die Gurken eigentlich. Okay, das war's dann. Bis dann, ciao.